Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal in der Perspektive, weil von oben drauf macht sich bei dem Produkt schwer. Erstmal ist es größer. Zweitens wollen wir die auch testen. Da kann es nicht liegen. Deswegen von oben drauf. Meine Frauen haben schon gierig drauf geguckt. Also alle, die hier im Haus sind. Also außer die Kleine, die interessiert das nicht. Aber meine Tochter und meine Frau haben schon danach giert. Und warten schon darauf, dass ich das Video mache, dass sie sich ja, einverleiben können. Also ich werde nicht lange was davon haben. Ich werde es ab und zu mal testen dürfen. Und dann hauptsächlich halt beim Fazitvideo dann halt später mal ja, ihr Fazit mit benutzen müssen. Ja, wir machen weiter. Und zwar ist es ein kleiner Heizer. Mache euch mal so rum, damit ihr dann seht. So. Ah, das ist die Lampe vielleicht ein bisschen doch zu hell. Machen wir die mal hier hoch. So. Und das werden wir jetzt mal auspacken und dann testen. Wir haben als erstes, wenn wir den Karton öffnen, haben wir eine Anleitung. Gebrauchsanweisung, zum Aufhalten in verschiedenen Sprachen. Muss jetzt nur gucken, wo hier Deutsch ist. Ah, hier. Tausend Watt, 200 Volt. Okay. Weiter. Styropor. Oh Gott. Oh, der ist auch still. So. Ich werde mal. Ach, die Kabel kann ich zusammenlassen. Ich habe ja hier ein Verlängerungskabel mir gelegt, extra für so eine Fälle. Zack. So, da haben wir den jetzt hier. Wir haben ja auch so einen schönen Tragegriff dran, damit wir ihn tragen können. Aber ich zoome euch mal ein Stück ran, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr seht. So, wir haben jetzt hier so einen schönen Tragegriff. Können wir schön tragen. Wir haben hier vorne vier Knöpfe. So. Einmal so was wie ein Amazon-Zeichen. Ich hoffe, ihr könnt halbwegs was sehen. So wie ein Amazon-Zeichen, so in etwa. LED, dann Lüfter und an. Werden wir mal sehen, was da passiert. Ach, LED ist LED. Dann gehen die LEDs hier oben an. Hier vorne, da heizt es logischerweise. Ach so, der dreht sich sogar. Ach, der dreht sich selber. Okay, gut. Hinten haben wir nochmal einen Hauptschalter dran. Hier unten. Und hier zieht er sich die Luft. Hier können wir das dann hochklappen. Hier oben. Ja. Ist ja so eine Kante, ich weiß nicht wofür. Aber werden wir mal sehen. Ach, und neigen kann man das auch. Also nach unten neigen nicht, aber nach oben kann man so ein Stück neigen. Werden wir mal testen. So, wir machen es erstmal an. Kommt schöne warme Luft raus. Ich mache mal noch ein Stück zurück, dass ihr ein bisschen mehr seht. Oh, richtig schön warm und sehr schnell sogar. Ach, der Ventilator, den kann man in verschiedenen Stufen machen. Jetzt wird es ein bisschen zu heiß. Ach,
Hier oben ist eine LED-Leiste drin. Hier. Hier leuchtet. Ich weiß nicht. Ob, also seht ihr bestimmt nicht. So, ich mach mal Licht aus. Seht ihr das hier so? Dass das hier rot leuchtet. Blau. Kann man so die Farben durchmachen. Ist ja cool. Ja, Türkis natürlich. Sieht schöner aus. Und dann kann man hier noch schwenken, denke ich mal, ist es ja. Und dann ist es halt wie so ein Ventilator, dass er schwenkt. Man hört den Motor gar nicht vom Schwenken. Bei meinem Ventilator höre ich richtig. Also nicht nur den Ventilator, auch den Motor beim Drehen. Du hörst jetzt nur den Ventilator davon. Man kann es halt hier dann auch hochmachen. Ja, funktioniert. Also ist jetzt nicht extrem weit nach oben, aber so ein Stück nach oben ist es schon. Also wenn die Weiber jetzt noch wissen, dass sich das Ding dreht und so, dann ist sowieso vorbei. Wenn die frieren ja ständig. Finde ich gut. Also die zweite Stufe, also hat zwei Stufen von der Geschwindigkeit her. Hört man schon ein bisschen mehr als die erste Stufe. Aber die erste ist dafür, macht auch viel heißer. Geht auch sehr direkt, das ist schön. Also ab hier fängt schon an mit der Wärme. Bis hier in etwa. Also es breit gefächert, geht breit nach vorne. Im Gegensatz zu meinen Befürchtungen bleibt der Kasten komplett kalt. Nichts. Da wird es langsam ein bisschen heiß, also die Hitze kannst du natürlich nicht einstellen. Ich habe jetzt ausgeschalten. Können wir nochmal testen? Also ist jetzt an. Das machen wir aus. Jetzt stellen wir nichts. Er braucht halt eine gewisse Zeit, um dann kalt zu werden. Logischerweise. Und was ich gut finde, dass der Ventilator die ganze Zeit an ist. Jetzt kommt schon kaum noch warme Luft. Und jetzt ist er aus. Dass wirklich noch Luft durchgeblasen wird, um die Hitze aus dem Gerät zu transportieren, obwohl aus ist. Und erst dann, wenn wirklich, hier ist ganz Publau jetzt hier noch gewesen, kaum spürbar, dann schaltet er sich aus. Richtig. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Strom aus. Tragen. Ich werde euch das Gerät auch unten runter verlinken. Ich werde den erstmal wieder einpacken. Ich würde ihn mich gerne noch morgen testen wollen. Und wenn der nicht eingepackt ist, dann wissen die Frauen, dass das dass ich den schon getestet habe. Und dann ist nichts mit morgen testen. Weil dann mopsen sie sich den. Da sind die eiskalt. Aber wirklich eiskalt. Ja, Frauchen hat gesagt, das kann man halt benutzen für die Kleine, wenn sie baden war, dass man das dann halt aufstellt und einmal halt im Badezimmer auf der Waschmaschine, dass so ein bisschen Wärme erstmal rinkommt, weil die Heizung bei ihr im Badezimmer ewig braucht, bis sie richtig bollert, aber dann bollert sie richtig.
für die ersten paar Minuten oder dann halt im Schlafzimmer oder Kinderzimmer halt beim Anziehen, dass da dann halt noch ein bisschen schön warme Luft noch kommt, während man abtrocknet oder so, und dann hat sie ja Schlafanzug und alles an und dann geht's ja. Ich denke mal eher für Frau, wenn ihr mal wieder kalt ist, was immer so ist. Und wegen meinem Vermieter, weil mein Vermieter macht abends die Heizung aus. Also nicht mein Vermieter, aber da, wo wir herkriegen, die Heizwärme, die geht abends um 2 oder 3 geht die aus, bis um 4 oder 5 oder so, dass da halt ein paar Stunden nichts durchkommt. Und wenn du da halt gerade wach wirst und oder zur Arbeit musst und nicht genug dir heizt hast, weil du die mitgekriegt hast, dass irgendwie voll kalt geworden ist die Nacht, dann sitzt du da schon im Kalten oder Frühzeit liegt meine Tochter und dann kann die sich das aufstellen. Hat Wärme und kann sich bei Wärme anziehen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Weil die Heizung dauert natürlich was, bis die bollert, das ist ja klar. Weil früh geht's ja. So, den werden wir jetzt testen. Ich werde euch den Link unten runter posten. Qualität bin ich positiv überrascht. Das, vor allen Dingen, wie gesagt, der Lüfter geht wirklich so lange, bis die Wärme raus ist. Das LED hier oben, das habe ich gar nicht für voll genommen die erste Zeit. Er sieht jetzt erst richtig, sieht richtig stylisch aus. Also hat man auch so einen kleinen Hingucker. Und dass das sich dreht, habe ich auch nicht mitgekriegt. Also gerade eben erst. Und das finde ich gut. Dass es nicht nur stur auf der einen Seite ist. Ihr könnt ja praktisch das Gitter könnt ihr oben anklappen, also oben reindrücken, dass es sich so ein bisschen anklappt, unten nicht. Unten geht es nur gerade. Ja. Dann soll es jetzt soweit zum Unboxing und Hardware-Video gewesen sein. Ich freue mich schon auf den Test und ja, Fazit-Video wird dann auch noch kommen von mir. Ist ein schönes Produkt. Ich freue mich schon. Es ist so wärmer, als ich gedacht habe. Also ich habe nicht gedacht, dass da, muss ich jetzt mal dazu erwähnen, ich habe nicht gedacht, dass da so eine Wärme rauskommt. Am besten ist natürlich, wenn man den Lüfter halt niedrig einstellt, dann ist es halt